Herzlich willkommen, ich bin's euer Laser und heute ein Zuschauerpaket. Ihr seht es, hier steht es. Ich musste es mir tatsächlich beim Zoll abholen. Ich muss eine kurze kleine Geschichte dazu sagen. Der liebe Alex hat mir auf Facebook geschrieben und mich gefragt, ob ich gerne ein Paket haben möchte. Oder, nee, anders. Der liebe Alex hat mich angeschrieben auf Facebook und hat gefragt, ob er mir ein Paket senden darf. Und da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Problem. Und ich habe schon gelesen, dass er aus der Schweiz kommt. Und da habe ich aber noch geschrieben, sicher, dass du mir ein Paket aus der Schweiz schicken möchtest, weil ich weiß, wie teuer der Versand in die Schweiz und auch aus der Schweiz hinaus ist. Und da habe ich gesagt, möchtest du wirklich ein Paket schicken, behalt das doch lieber, kauf dir davon Modellbausachen etc. Und pack die Sachen oder gib die Sachen anderweitig weiter. Aber dann hat er gesagt, nee, ist kein Problem, er möchte mir wirklich, wirklich, wirklich ein Paket schicken. Und da habe ich gesagt, okay, hier hast du meine Adresse, dann schauen wir mal. So, jetzt ist das Paket aber beim Zoll gelandet. Warum ist das Paket beim Zoll gelandet? Wie gesagt, Schweiz, nicht EU. Und ja, ich bin dann zur Zollbehörde. Ich musste leider fast eine halbe Woche warten. Bin dann zur Zollbehörde. Und jetzt kommt die witzige Story an der ganzen Geschichte. Der deutsche Zoll möchte natürlich Geld von mir haben. Für dieses hübsche Paket. Aber zuerst wollten sie natürlich eine Rechnung haben. Ich habe zu denen erstmal gesagt, ich habe keine Rechnung. Das ist eine Spende. Es ist ja auch so gewesen. Mir wurde das ja zur Verfügung gestellt. Also ist das in meinen Augen eine Spende und ein Geschenk. Und ich habe dafür nichts bezahlt. Und dann war die erste Sache von dem Mann, wir bräuchten mal eine Rechnung. Und ich habe gesagt, ich habe keine Rechnung, ist eine Spende. Okay, dann würde ich aber jetzt gerne mal die Rechnung sehen. Und dann dachte ich mir schon so, ich habe doch gerade gesagt, ist eine Spende. So, und dann meinte er, okay, dann müssen wir da reingucken. Das heißt, ich musste leider schon beim Zoll das Paket öffnen. Das heißt, ich weiß schon, was drin ist. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mich innerlich tierisch gefreut. Ihr müsst mir das echt glauben. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich die Sachen vor dem Zolltypen ausgepackt habe. Ich konnte es dem Zollmitarbeiter aber nicht zeigen. Und ich zeige euch jetzt auch, warum. Ich kläre das so im Laufe des Videos auf. Kommen wir zum Paket. Ich muss es leider zur Seite stellen, weil es ist doch schon ziemlich hoch. Und zwar fangen wir mit den ersten beiden Sachen an. Und zwar sind das hier zwei Chassisplatten. Einmal eine Chassisplatte, die mir sehr, sehr, sehr bekannt vorkommt. Es handelt sich um dieses Modell und es sieht aus wie ein Reelie-Chassis. Ich bin mir sogar hundertprozentig sicher, dass es sich hier um ein Reelie handelt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, welcher, weil diese Strebe, die wir hier hinten haben, die kenne ich nicht. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, welches Reelie-Auto es sich handelt, also welches Chassis. Und dann haben wir einmal das Chassis hier. Das sagt mir eigentlich auch nichts. Also, es sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Keine Ahnung. Bis zu einem bestimmten Punkt natürlich. Dann war in diesem Paket auch noch das drin. Ich musste das auch vor dem Zoll öffnen. Deswegen ist alles schon offen hier. Hier drin sind Stangen, Stoßdämpfer, Zahnräder, Kleinteile auf jeden Fall. Ich hole mal eins raus. Hier zum Beispiel ein Mitteldiff. Das mir sehr bekannt vorkommt, wie gesagt, Reelie. Und deswegen finde ich das richtig cool, weil das können wir für den Overheater mit benutzen. Dann ist hier eine Diff-Abdeckung etc. Halter, das ist fast, das ist nicht ganz Reelie-Style. Ich bin mir gerade nicht so richtig sicher. Dann haben wir hier ein Differential, und zwar für vorne. Das sieht schon eher aus mit den Ausgängen nach Reelie. Ich vergleiche das mal kurz mit meinem. Ja. Könnte der Schweizer Rex sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier ein paar Kleinteile drin. Sehr gut. Ich lasse die mal da drin, weil die sind alle zerpflückt worden vom Zoll. Dann ist hier der zweite Karton. Der wurde leider auch schon vom Zoll geöffnet. Also ich musste es öffnen leider. Ja, hier fallen mir schon Schrauben raus, die brauche ich wohl alle noch. Und zwar haben wir hier die Achsen drin. Und ich habe doch gesagt, Reelie. Es, zumindest sieht es ähnlich aus. Jetzt weiß ich aber gerade nicht welches. Da ist ein Spoiler noch drin. Eine Lenkung, Spoiler und die Frontlenkung. Es ist definitiv ein Reelie,
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es der Rex ist oder ein Air Attack. Auf jeden Fall sind hier die Lenkgeschichten hier. Und das verrät mir eigentlich, dass es ein Melee-Auto ist. Finde ich auf jeden Fall cool, weil die ganzen Sachen hier... Ah, das ist der neue. Das ist der neue, weil das hier geschraubt ist. Und beim alten ist es geklippt mit C-Clips. Und hier ist es geschraubt. Das heißt, hier müsste es auch geschraubt sein. Ja. Das ist also ein Air Attack oder ein neuer Rex. Es hat auf jeden Fall nichts mit dem etwas älteren zu tun. Aber die Teile sind kompatibel. Das heißt, die Lenkungsgeschichte hier. Ich glaube auch die Differenziale, die Knochen, die Bodenplatte weiß ich gerade nicht richtig. Soweit habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Aber ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache, dass hier auf jeden Fall alle Schrauben mit dabei sind. Zumindest hat er alle reingeschmissen. Ich bin völlig baff. Auf jeden Fall sehr viele Ersatzteile, finde ich richtig stark, weil so wird mir der Rex nie aussterben. Und vielleicht können wir sogar viele Teile für den Overheater hier benutzen. Wie zum Beispiel hier die C-Hubs hier hinten, die Mitnehmer, die Kugellager eventuell. Also ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr geil. Dafür schon mal ein Danke von mir. Ich will noch kurz dazu sagen an diesem Punkt, der Zoll hat diese ganzen Sachen gesehen und konnte sie aber nicht miteinander verbinden. So. Sehr geil. Ich packe das mal hier rüber zu dem Rex. Ich glaube, dass es ein Rex ist. Dazu packe ich den Karton auch mal. Dann geht's weiter. Der Zoll wollte nicht weiter rumstöbern hier innen drin. Wir haben noch ein kleines Sparschwein. Das möchte ich auch gleich noch zeigen. Dann haben wir hier einmal Papiere. Und zwar sieht das aus wie Fensterabkleber und einmal Rubik-Aufkleber. Das ist hier für die Killer-Body-Karos. Sehr geil. Flocken. Hast du wohl zu viel bei René abgeguckt? Den kann ich noch nicht zeigen, sonst verrate ich zu viel. Dann haben wir hier noch den zweiten Aufkleberbogen mit Killer-Body. Da bleiben immer so ein paar Aufkleber übrig. Finde ich sehr cool, dass du mir die gegeben hast. Hätte man ja auch selber behalten können. Ich kann das nicht rausholen. Kurzer Schnitt. So, ich habe noch einen Aufkleberbogen gefunden von Sakura, Dry Racing, Sanwa etc. Aufkleber kann ich immer gebrauchen. Sind sehr geil. Machen sich auf jeder Karo immer gut. Jetzt kommen wir zu dem Paket, wo der Zoll fast ausgetickt ist. Aber bevor es dazu kommt, hier ein Sparschwein war drin. Ich bin froh, dass es heil angekommen ist. Wirklich. Hier ist das gute Stück. Und zwar steht hier fürs Auto. Ja, coole Sache. Ich spare ja fürs Auto. Das ist gar nicht so verkehrt. Witzig. Ich muss euch dazu sagen, als der Zoll das Sparschwein sah, ne? Gleich mal. Und gleich reingeguckt, ob da was drin ist. Ich dachte mir so, alles klar, wie ist der dann drauf? Sehr geil. So, jetzt geht's weiter. Und dann war da dieses Paket drin. Und als er das Paket sah, meinte er, oh, da ist ja doch ein Auto drin. Und ich sag so, nein, das sind RC-Teile. Und er so, ja, machen Sie mal auf. Und dann musste ich dieses Paket leider auch öffnen. Ich konnte mich, wie gesagt, nicht freuen, sonst hätte er das gesehen. Aber ich freue mich natürlich megamäßig, als ich das... Also innerlich habe ich mich tierisch gefreut. Ich freue mich jetzt auch gerade. Guckt euch das an. Wahnsinn. Ey, das ist Wahnsinn. Also ich bin sprachlos. Echt. Also, warum? Ja, Leute. Das ist ein Armer. Und zwar gehört er zu dieser schwarzen Bodenplatte. Und zwar haben wir erstmal zwei Yuki-Regler oder Yakuza-Regler. Und zwar 150 Ampere oder 150 A. Der hier mit den Kontakten, hat er mir geschrieben, der funktioniert noch. Sehr geil, 6S. Werde ich ausprobieren, hat hier eine Kondensatorbank, An- und Ausschalter. Werde ich mal probieren. Ich habe ja einen passenden Motor noch dafür da. Dann hat er mir noch einen zweiten Regler reingetan mit Ersatzteilen. Der ist wohl, ist immer wohl durchgebrannt etc. Oder hat wohl Schaden. Hier ist auf jeden Fall noch die Kondensatorenbank dran. Dann ist hier noch der Alukörper und das Plastikgehäuse. Wobei ich sagen muss, dass dieses Plastikgehäuse in einem wirklich sehr guten Zustand ist. Vielleicht tausche ich das auch. Vielleicht hat er auch daher den reingetan. Ja, und dann haben wir hier, wie gesagt, einen komplett zerlegten Armer drin. Hier haben wir einmal die Hinterachse. Sehr geil. Mache ich natürlich sauber. Und wir werden den fahren, keine Frage. Funktioniert auch. Hinten.
Jetzt kann ich auch Boris seine Platten benutzen, die ich da oben noch im Regal liegen habe. Wahnsinn. Dann haben wir hier die Vorderachse. Und bei der gibt es wohl ein kleines Problem. Das ist aber nicht schlimm. Das werden wir in den Griff kriegen. Und zwar seht ihr vielleicht, das ist da vorne lochlos. Und zwar hat das gute Getriebe da vorne ein Weg. Und zwar ist das hier das Differential. Das sieht auch noch von den Zähnen her, muss ich sagen, okay aus. Also das hat, so wie es aussieht, nichts abbekommen. Aber der Kegelpart, hier, das Gegenstück hat was abbekommen. Und zwar ist das so ein bisschen, hat das so ein bisschen Karies bekommen. Cool ist, dass das Differential selber keinen weggekriegt hat. Das heißt, ich hole mir jetzt hier das Kegeldifferentialteil hier. Das kostet irgendwie 12 Euro oder 13 Euro. Bestelle ich neu, baue den Wagen wieder auf und dann werden wir mit einem Armor Kraken fahren. Ich wollte nie einen Armor haben. Ehrlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay, es stimmt nicht ganz. Okay, es stimmt nicht ganz. Ich muss euch da eine Wahrheit sagen. Ich wollte mir eigentlich den Armer Buggy holen. Aber ich werde das lassen, weil ich habe schon wieder so viel Kram. Und ich bin ja auch immer noch am Verkaufen. Und daher bin ich auch zu diesem Beschluss gekommen. Ich packe mal währenddessen weiter aus. Es sind jetzt hier noch, wie gesagt, die passenden Sachen hier. Akkufach ist da noch mit bei. Middle Diff ist da mit bei, mit den Schrauben für den Motor. Dann hat er mir hier tatsächlich noch ein 1501 Turnigy Servo von Hobby King reingetan. Ein sehr gutes Servo übrigens. Dann noch das Speed-Ritzel, so wie es aussieht. Oder irgendein Ritzel auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier ein Ritzel mit bei. Motorritzel, sehr geil. Dann die Box von dem Armor-Ding. Ich hab keine Ahnung, ich kenne Armor einfach nicht. Ich weiß absolut nicht, wo was hingehört. Ich bin da absoluter Noob drinne. Also wohl anscheinend eine Box. Ich habe keine Ahnung. Dann ist hier noch so ein Käfig gedönst. Wie gesagt, ich kann zu den Sachen einfach nichts sagen, weil ich mich mit Armor 0 auskenne. Dann ist hier auf jeden Fall noch eine Programmierkarte für den Regler mit bei. Sehr stark. Freue ich mich tierisch drüber. Dann haben wir hier die Abdeckung fürs Gehäuse. Die Schlaufen. Die Strebe und natürlich die Karo, nicht zu vergessen, die Kraken Karo. Und ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, diesen Wagen wieder zusammenzubasteln. Ich gucke, was fehlt. Ich kenne mich einfach nicht aus, deswegen muss ich mal reingucken, was fehlt. Ich habe hier noch von ihm, hat er mir hier noch eine Anleitung mit reingetan, so wie es aussieht. Auf jeden Fall sieht das hier aus mit Schrauben etc. Ist wohl der Armer, der Bogen drinne und auch die Anleitung für das Auto. Und dann werden wir mal gucken, welche Teile fehlen und dann werde ich die einfach nachbestellen. Und dann bauen wir den Armer Kraken einfach wieder auf. So einfach ist das. So, das hat mir aber den Anlass gebracht, dass wenn ich jetzt diesen Wagen aufbaue, ich wieder einen Engpass kriege. Und ich habe mich entschlossen, wohl irgendein Auto von den geschenkten Autos, die wir gekriegt haben, am Ende wohl neuer oder nach Neujahr an euch zu verschenken. Welches das sein wird, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, weil ich muss reduzieren und verkaufen will ich die Sachen nicht, besonders nicht geschenkte Sachen. Ich mache sowas nicht, verkaufe da nichts. Und hier ist übrigens auch der Bügel, der Spoiler, deswegen konnte ich euch das eben nicht zeigen. Ja, irgendeins werden wir verschenken. Das heißt, irgendeins von diesen Autos könnt ihr gewinnen. Also das heißt, gewinnen. Kriegt ihr geschenkt von mir? Natürlich voll fahrbereit, RTR. Welches das sein wird, weiß ich noch nicht. Das werde ich selber entscheiden. Ich werde jetzt noch meine anderen Autos verkaufen, die mir gehören, damit Platz ist. Und entweder werde ich eins von denen hier verschenken oder eins von denen hinter mir als Special, weil ja, ich muss auch mal was wieder zurückgeben. Gut, es kommt jetzt noch einiges auf euch zu. Also da kommt echt noch was auf euch zu. Aber puh, ich bin echt überwältigt. Also echt krasse Sache hier. Eine leichte Schockstarre hatte ich schon. Was heißt eine leichte Schockstarre? Ich hatte schon eine krasse Schockstarre. Aber ich musste mit dem Zollbeamten ja weiterreden. Und da geht es weiter. Er hat also auf jeden Fall diese ganzen Einzelteile gesehen und wusste natürlich, oder konnte das natürlich in sein Zoll... das ist jetzt gemein. Er konnte sich das natürlich nicht zusammenreimen, was das hier alles ist und wo das alles hingehört und er konnte sich das einfach nicht zusammenrechnen.
wo was hingehört. Und das war natürlich zugute zu mir. Ich habe gesagt, das sind alles Einzelteile. Damit der Arma-Wagen nicht gleich bekannt vorkam, also ich habe es zwar auf dem Schild gelesen und auch an dem Spoiler gesehen, wusste ich aber noch nicht, um welches Auto es sich handelt und ob es überhaupt so ganz ist. Und da habe ich gesagt, ja, RC-Teile. Und dann hat er gesagt, jo, sind alles RC-Sachen, scheint nichts Neues zu sein, ist nichts Besonderes, pack ein, nimm mit, du brauchst nichts bezahlen. Glück gehabt. Weil es sind, so wie es aussieht, zwei fast vollständige Autos. Und ja, da einfach so vom Zoll einen grünen Wink zu kriegen, weil das lag ja auch noch anderthalb Wochen da und ich musste einfach nichts bezahlen. Ich konnte einfach das Paket packen und durfte gehen. Danke an den deutschen Zoll, sehr kulant. Und danke an Alex übrigens. Das ganze Paket stammt von Alex. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Alex, für dieses wundertolle Paket. Aber ich sage jetzt auch schon für alle anderen, die mich angeschrieben haben, also in der laufenden Zeit, wo das mit Alex schon abgemacht war, haben mich noch mehrere angeschrieben. Da habe ich überall abgelehnt. Ich kann einfach nichts mehr annehmen. Absolut nicht mehr. Es geht einfach nicht. Ich habe echt Platzmangel und muss sogar noch Autos von mir verkaufen. Und ihr schickt mir andauernd neue Projekte. Und ich habe jetzt für den Winter so viele Autos zum Aufbauen. Ich bin für den Winter ausgesorgt. Ihr braucht mir absolut nichts mehr schicken. Bitte nicht. Schenkt es einem kleinen Nachbarjungen, der sich das nicht leisten kann, oder verkauft es und spendet das Geld, macht irgendwas anderes, aber schickt es nicht mehr mir. Bitte. Ich weiß, ihr meint es nur gut, aber ich platz aus allen Nähten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das hier hinstellen soll, bis es losgeht. Den Armer werden wir wohl im Laufe der Zeit jetzt aufbauen. Ich werde jetzt mal gucken, was alles fehlt. Werde die ganzen Ersatzteile bestellen, dann werden wir den zusammenbauen. Wir werden Regler nehmen. Wir werden den Regler dazu nehmen. Ich werde noch einen passenden Motor dazu packen. Servo ist am Start. Da müssen wir mal gucken, was noch fehlt. Und das werden wir dann alles zusammenbasteln. Und dann machen wir das Auto wieder startklar. Euer Laser. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Alex. Danke. Wirklich coole Sache. Hat mich, wie gesagt, hat mich tierisch gefreut. Ich habe das da ausgepackt und bin innerlich ausgerastet. Ich dachte, was ist das für ein kranker Typ? Und der Zollbeamte. Und ich innerlich so, was geht da ab bei dem? Ja, krasse Nummer. Wirklich heftig. Das war's. Ich bin's, euer Laser. Schalt auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss.